Es gibt oftmals, klar, in Großstädten erlebt man es, dass man es viel liberaler hat. Und man sagt immer, auf dem Land ist es schwieriger. Ich komme vom Land, Gott sei Dank habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich bin jetzt auch nicht das einzige Beispiel. Ich habe von vielen gehört, dass sie es nach wie vor schwierig haben, weil sie in einer kleinen Gemeinde leben, weil es viele Vorurteile gibt. Es entspricht schon der Wirklichkeit, dass man ja auch sieht, dass der Spieler, wenn es plötzlich die ersten Vermutungen gibt, jemand sieht sein Handy und er muss sich erklären, er weiß nicht so recht, kann er jetzt ehrlich sein, und dann lügt er erstmal. Und dann aber, wenn die Mannschaftskollegen erfahren, dass er schwul ist, so wie es auch rauskommt, dass sie sich erstmal abwenden. Und wie ich gerade gesagt habe, dass das Ende positiv ist, weil es doch eben einen Trainer gibt und einen Mannschaftskollegen, die sagen, es geht hier um die Leistung und du bist auch mein Mannschaftskollege, es spielt keine Rolle, mit wem du ins Bett gehst. Und das ist das Schöne daran, dass es auch gibt, aber die Probleme sind dann viel deutlicher, wenn man sieht, die Kollegen plötzlich gehen in die Dusche, haben die Unterhose an. Das ist etwas, was man ja auch oft vermutet, was passieren könnte. Und wenn man es so sieht, dann kann das schon ein bisschen Angst machen und man denkt, das sollte so eigentlich nicht sein. Also ich habe ja gesagt, meine Geschichte ist ein bisschen anders verlaufen und trotzdem habe ich am Ende meiner Karriere gemerkt, dass ich nicht ganz frei war. Es hat mich beschäftigt. Ich habe nachgedacht, will ich mich überhaupt outen? Soll ich das? Es ist meine Pflicht, das zu tun, weil es noch keinen gibt. Und diese vielen Fragen, die man sich stellt, das sind Fragen, die vielleicht ablenken vom eigentlichen Geschäft, vom Fußballgeschäft. Und ich finde schon, dass es Kraft kosten kann und dass es natürlich Kraft kostet, wenn man diesen Prozess früher hat in seinem Leben. Es ist schade, wenn man diese Zeit auch vergeudet, aber trotzdem muss man vorsichtig sein. Ich habe immer gesagt, ich würde niemanden dazu drängen. Man muss sich einfach sicher fühlen, man muss sich gut fühlen und braucht Unterstützung. Erst dann ist ein Coming-out auch richtig und nicht, wenn man sich gedrängt fühlt. Es ist vor allen Dingen sehr gut, dass der DFB es unterstützt, dass er Geld gibt, das Projekt unterstützt. Weil in der Vergangenheit, glaube ich, war das Thema Homophobie für die Verbände, für die Vereine kein großes, weil es gab keinen Spieler, der sich geoutet hat und dann gab es keine Notwendigkeit. Jetzt würde ich mal sagen, bin ich einer davon, der gesagt hat, dass er schwul ist und auch Bundesliga gespielt hat. Und deswegen habe ich gesagt, es ist sehr, sehr schön, dass er das Projekt unterstützt hat, das von Jugendlichen gemacht ist, die ja betroffen sind, die ganz genau wissen, wovon sie sprechen. Und deswegen ist es erfreulich und ich hoffe natürlich, dass wir noch mehr sehen, weil es immer wieder unterschiedliche Geschichten auch gibt. Das ist eine. Aber jeder hat sein eigenes Leben, seine eigene Coming-out-Geschichte und da gibt es noch mehr Möglichkeiten, es aufzuzeichnen. Aber das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Anfang. I'm just myself when I'm alone. The only way to full control. It is my choice where I